Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, und wir haben Schnellauftrag am Start. Wir wollen mal sehen, dass wir weiterkommen. Haben hier gestern einfach gestoppt. Und inzwischen hat es auch aufgehört zu regnen. Jo, das ist schon mal positiv. So, um 8 Uhr muss ich arbeiten. Da haben wir um 7:15 noch Zeit, eine Runde ETS 2 zu spielen. Das ist das Schöne am Homeoffice-Job. Bei meinem alten Job war ich um diese Zeit schon, warte mal, genau, 7.19 Uhr? Ja, natürlich, da war ich schon unterwegs. Fast. In 10 Minuten wäre ich dann losmarschiert zur S-Bahn.1925 Kilometer von uns. Ja, ich habe heute Morgen noch nicht ganz viel getrunken. Tasse Tee steht hier neben mir. Schön schwarzer Tee, Earl Grey mit Milch und Zucker. Und dann geht es gleich um 8 Uhr in die Schulung. Nachher dann vielleicht noch einen Livestream machen. Mal gucken. Nach Feierabend. Könnte man eigentlich tun, so 3 Stunden geht immer. So, wir fahren geradeaus weiter. Sind unterwegs in einem Renault, der nicht uns gehört, sondern der wurde uns von unserem, ja, Disponenten zur Verfügung. Disponenten? Ja, doch kann man sagen, zur Verfügung gestellt. Och, schon wieder. Mein Chef freut sich, du. Der stellt mich nie wieder ein. So, was ist hier los? Alter Schwede, hier kommen wir jetzt nicht durch. Das wird gar nicht mehr angezeigt, ein Ereignis und so. Und jetzt haben wir natürlich wieder mehr Kilometer, oder? Mal gucken, was das Navi dazu sagt. Das Navi sagt, wir fahren jetzt hier übers Kreuz und fahren dann da trotzdem drauf. Genau das funktioniert aber leider nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Das ist ja alles ganz schön mit diesen. Hier würden wir jetzt wieder zurückfahren. Ja, wir haben. Das nehmen wir raus. Ja, müssen jetzt hier rum. Das hilft alles nicht. Mann, Mann, Mann. Das heißt, wir fahren jetzt trotzdem hier raus. Ja, man bleibt nicht auf der Autobahn stehen, aber wenn dieses Tool, dieses Navi, das nicht hinbekommt, dann landen wir zwangsläufig wieder an der Stelle. Das heißt, man muss es tatsächlich manuell umplanen. Dann fahren wir jetzt hier weiter. War das die Stelle, wo eben gesperrt war? Ja, aber wir sehen den Grund nicht. Ihr fahrt auch einfach, ne?
Die ist natürlich jetzt voll. Klar, die müssen ja alle irgendwo lang, ne? Aber eure Geschwindigkeit gefällt mir nicht, Leute, ganz ehrlich. Ist auch noch Überholverbot. Leute, hier ist 80 und ihr kriecht hier mit 8 und mit 39 Stundenkilometer lang. Das kann ja wohl nicht sein. Selbst ein LKW dürfte 60 fahren. Ich mache jetzt das, was man normalerweise nicht macht. Sobald das Überholverbot aufgehoben ist, versuche ich mal. Aber man sieht nicht, das ist das Problem. Naja, mittlerweile sind sie ja schneller geworden. Der bremst wieder, weil er Angst vor der Kurve hat. Mann, Mann, Mann. Alter, Chef hätte sich... Bisschen chaotisch. Katze beschwert sich über ihr Frühstück. Was soll ich sagen? Ich habe nur eine Tasse Tee, Mann. Das ist heute Morgen. Ja, das ist der morgendliche Übermut. Anders kann ich das nicht nennen. Ja, ein ganz schön Umweg. 2100 Kilometer wieder. Ich hoffe, das passt zeitlich noch alles in den Kram. Rechts kommt nichts, da kam gestern auch nichts. So, Thema gegessen. Ich habe mich gewundert, wie stark, ja doch, für mich stark, die Abozahlen am Wochenende gestiegen sind. Von 4,26, glaube ich, waren es auf 4,31. Das ist nice, das gefällt mir. By the way. Wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Schaut gerne auch mal bei Twitch vorbei. Da mache ich in erster Linie dann die Livestreams zum LS19. Auch schon mal ETS2. Vielleicht kann man später, wenn man eine größere Community dann hat, dort auch mal so Just Chatting machen. Im Moment würde ich wahrscheinlich die 3 Stunden dann allein in meinem Raum verbringen. Macht also wenig Sinn. Also auch dort einmal vorbeischauen. Gleicher Name. Ich glaube, in der Videobeschreibung unten habe ich sogar einen Link zu meinem Twitch-Profil. Da ein Follow da lassen. Das ist völlig kostenlos. Abos gehen noch nicht, so weit bin ich noch nicht. Ja, und dann beim nächsten Stream mal reinschauen. Damit ich dort auch meine Anforderungen erfülle. Ich brauche nämlich im Schnitt 5 Zuschauer und ich habe im Moment 1,3. Also da dürften mal so ein paar zugucken. Vielleicht mache ich... Ja, das nutzt nichts, wenn ich euch das jetzt sage, weil dieses Video, was ich jetzt aufnehme, kommt ja morgen. Und wenn ich euch morgen sage, dass ich heute Nachmittag on bin, ist das ja schon gelaufen. So, wir haben wieder eine Stadt weggehabt. 9.49 Uhr. Ein bisschen Zeit haben wir noch. 9 Minuten 49, mein Gott, nicht 9 Uhr 49. 8 Uhr muss ich anfangen zu arbeiten. Und wenn das mein Arbeitgeber sehen würde,
Und mal um 8 Uhr erschienen ist er nicht, aber um 9.49 Uhr ETS2 spielen. Ich glaube, dann wäre ich meinen Job los. Nee, alles ganz entspannt. So, auf die Uhr schaue. Wir haben jetzt 7:30. Um 8 geht's los. Alter, fahr doch noch langsamer. Aber irgendwas stimmt mit dem Mod nicht, der mir meine Außenlautstärke erhöhen soll. Irgendwie tut's der nicht. Vielleicht ziehe ich den mal vor. Oder er will mit der 1,36 einfach nicht mehr. Was hast denn du vor? Ach so. Oha, hier haben sie aber einen angehalten. Ah ne, der hat Panne. Ja. Wenn du Pech hast, ist der Motor hin, mein Freund, ne? Da hinten ist eine Tankstelle. Wir haben zwar noch ein bisschen. Aber da werden wir den Stopp machen zum Ende dieser Folge. Ihr schaut euch noch den Abspann an. Da steht alles Wichtige drin. Den VW-Mod von gestern vergessen wir mal ganz schnell. Den probiere ich auch kein viertes Mal aus. Sorry. Ich weiß nicht, auf welchem System der Ersteller das Ding zum Laufen bekommen hat. Aber... Es ist bei mir völlig wurscht, ob ich da einen Zusatzmod drin habe oder nicht. Das Ding funktioniert einfach nicht. Murks. Wahrscheinlich noch Fotos aus einer, keine Ahnung, 1,28 oder so. Nie upgedatet. Immer nur drüber geschrieben. Oh, jetzt noch für 1,36. So nicht. So, 12 Minuten, Mensch. Ach komm, wir tanken. Noch in Ruhe. Oh, was steht da denn Schönes? Oh. Dann stellen wir uns da hinten hin. Der Kraftstofftank ist voll. Zahlen automatisch. Gibt ja diese neue App da. Fährst du an eine Tanke, an die, die das unterstützen. Kannst tanken, gibst ein, welche Säulennummer du hast. Und dann geht's weiter. So, wir bleiben hier jetzt mal stehen. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ein bisschen kürzer als normal, aber egal. Kommen wir mit durch. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen früh dann an dieser Stelle, auf dieser Welle wiedersehen. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.